der Studie war es, herauszufinden, was sind die Stellschrauben, um Medienkompetenz in Deutschland voranzubringen. Und wir haben herausgefunden, es sind 3 Stück. Im Wesentlichen geht es darum, die strukturelle Verankerung von Medienbildung in Deutschland zu fördern. In den Strategien, in den Lehrplänen. Zweite Stellschraube ist die Lehrerbildung und die Lehrerausbildung. Lehrer müssen können und wollen. Und die dritte Stellschraube ist die Infrastruktur. Software, Hardware, Personal. Um an diesen Stellschrauben zu drehen, müssen wir natürlich alle Akteure des Bildungsbereichs in Deutschland einbinden. Ich glaube, dass zuallererst Lehrkräfte sozusagen selbst medienkompetent werden müssen, dass sie dann medienpädagogische Kompetenzen erwerben müssen, um eben in ihren jeweiligen Fächern auch den Einsatz von digitalen Unterrichtsmedien und Methoden gewinnbringend einsetzen zu können. Der größte Manko, den ich sehe, ist, dass es schlichtweg nicht genügend Angebote gibt für alle beteiligten Lehrer. Es wurde in der Vergangenheit der Fehler gemacht, die Fort- und Weiterbildung runterzufahren und personell und finanziell runterzufahren. Da wir aber wissen, dass sehr viele Lehrer, die heute aktiv sind, wunderbare Pädagogen sind, aber mit den digitalen Medien nicht als Digital Natives sozusagen in Berührung gekommen sind, glaube ich, müssen wir auch verpflichtende Fortbildung haben. Wir müssen an den Universitäten dazu kommen, dass Medienbildung ein verpflichtender Prüfungsbestandteil wird. Und wir müssen auch massiv dazu kommen, dass die Fortbildung an den Schulen ausgebaut werden, damit wir letztendlich die Lehrerkollegen fit machen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Das Studium muss weg von Vorlesungen, es muss auch kompetenzorientierte Inhalte oder Bereiche dabei haben. Das heißt, am besten sollten Studenten auch selber kollaborativ arbeiten mit digitalen Medien, um den Mehrwert für sich selber zu erkennen. So, und jetzt kommen wir zu den Geräten. Wenn sie in der Schule vorhanden sind, wenn die Schüler eine 1:1-Ausstattung haben dort an der Schule, dann muss ich natürlich auch wissen, wie ich diese Geräte dann integriere, didaktisch und methodisch sinnvoll in meinen Unterricht. Das heißt, dass die Schüler zusammen auf Dokumente zugreifen können, dass man SharePoints hat, dass man diese Medien nutzt, um sich miteinander auszutauschen, aber eben auch normal zu kommunizieren. Das Problem wird sicherlich sein, das in die strukturellen Konzepte der Schulträger einzubringen, das zum Stück weit zu finanzieren und entsprechende Prozesse aufzusetzen, sodass Lehrer und Schüler genau diesen Vorteil der Technik, dass es nämlich distanzübergreifend funktioniert, eben auch nutzen können. Aber bevor wir über Geräte sprechen, glaube ich, müssen wir dann erstmal über die anderen technischen Infrastrukturen reden. Wenn ich keine WLAN habe in Schulen, wenn ich keine WLAN-Ausleuchtung in den Klassenräumen habe, dann muss ich mir keine Gedanken machen, ob ich ein Konzept habe, wo jeder Schüler ein Tablet oder ein Laptop vor Ort hat oder Bring-Your-Own-Device hat. Das heißt, wir müssen erstmal klar haben, dass wir überhaupt ausreichende WLAN-Ausstattung haben. Und wir müssen letztendlich eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, wie wir es schaffen können, die Lebensrealität des 21. Jahrhunderts in die Schulen zu bringen. Dort ist die digitale Bildung eine Grundvoraussetzung dafür, für Medienkompetenz, um digitale Spaltung zu verhindern. Und dementsprechend gibt es eine Bündel von Maßnahmen, die wir anstreben. Die Diskussion heute hat die Stellschrauben nochmal bestätigt. Die strukturelle Verankerung der Medienbildung, die Lehrerausbildung, die Lehrerfortbildung und natürlich das ganze Thema IT-Infrastruktur. In diesen Bereichen haben wir viele Hausaufgaben und die müssen wir gemeinsam angehen. Und wenn wir das umsetzen können in den nächsten 5 Jahren, dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter.